Es war kurz vor Sonnenaufgang. Die Luft war warm und feucht, der Himmel rosa und violett. Weiße Dunstschwaden wälzten sich über die Erde. In der Entfernung sahen Dr. Grant und die Kinder einen großen Triceratops mit seinem Jungen auf eine Herde entenschnäbliger Hadrosaurier zugehen, die am Ufer der Lagune Blätter von den Bäumen fraßen. Die Szene war so friedlich, dass Grant sich kaum vorstellen konnte, sie könne auch Gefahren in sich bergen. Sie überquerten die Wiese und erreichten einen schwarzen Kasten auf einem schweren, metallenen Dreifuß, den ersten Bewegungsmelder. Grant blieb stehen und wedelte vor dem Objektiv mit der Hand, aber nichts passierte. Irgendwo in der Entfernung brüllte ein großes Tier. Seit 12 Stunden arbeitete Arnold ununterbrochen. Er war erschöpft. Er wandte sich Wu zu, der vom Labor hochgekommen war. Etwas gefunden? Die Telefone sind auch immer tot. Ich kann sie nicht mehr einschalten. Ich glaube, Nedry hat mit dem Telefon irgendetwas angestellt. Also sind die Leitungen blockiert? Im Prinzip ja. Nedry hat sie sehr gut blockiert. Er hat eine Art Abschaltfeld in den Code eingegeben und ich kann ihn nicht finden, weil doch bei der Reaktivierung des Systems ein Teil der Programmlistings gelöscht wurde. Schalten Sie einfach das ganze System ab. Damit löschen Sie den Speicher. Das habe ich noch nie getan und ich tue es auch nicht gerne. Vielleicht springen die Systeme beim Hochfahren wieder an, vielleicht aber auch nicht. Gennaro stürmte in den Kontrollraum. Wir haben noch immer keine Telefone. Ich arbeite dran. Sie arbeiten schon eine ganze Weile dran. Und Malcolm geht es schlechter. Er braucht einen Arzt. Das heißt, ich muss das ganze System abschalten. Und ich kann nicht garantieren, dass alles wieder anspringt. Hören Sie, hier im Park sterben Menschen. Also schalten Sie endlich aus und bringen Sie die Telefone in Ordnung. Okay. Er stand auf und ging zur Zentralkonsole. Er öffnete die Türen zu den Sicherheitsschaltern, löste die Metallverriegelungen und legte dann eine nach dem anderen die Schalter um. Alle Mann festhalten. Er klappte den Hauptschalter um. Im Kontrollraum wurde es dunkel. Alle Bildschirme wurden schwarz. Die drei Männer standen in tiefster Finsternis. Puh. Was ist? Dieser Gestank. Wie wird heute Abfall? Sie hörten einen Schrei. Er klang wie der Ruf einer Wildgans und kam von der Herde der Entenschnabelsaurier. Zuerst schrie nur ein Tier, dann ein zweites und dann ein drittes und schließlich fiel die ganze Herde mit ein. Die Entenschnabelsaurier verdrehten aufgeregt die Hälse, liefen aus dem Wasser und umkreisten schützend die Jungen. Die riechen es auf. Lauft, Kinder! Er packte Lex, hob sie hoch und lief mit Tim durch das Gras. Mit einem Brüllen brach der Tyrannosaurier nur etwa 50 Meter von ihnen entfernt aus der Baumgruppe am Rand der Lagune. Mit riesigen Schritten rannte er über die Wiese. Grant spürte die Erde unter seinen Füßen erzittern. Wenn er den Kopf drehte, sah er, wie sich der Tyrannosaurier unten bei der Lagune auf die Hadrosaurier stürzte, während diese laut schreiend mit ihren Schwänzen nach ihm schlugen. Er hörte das Knirschen von Büschen und Bäumen, und als er sich wieder umdrehte, sah er die Hadrosaurier rennen. Und sie liefen überraschend schnell. Die Herde kam direkt auf ihn und die Kinder zu. Lex noch immer im Arm, rannte er mit Tim auf eine Felsgruppe mit einigen großen Koniferen zu. Sie spürten den Boden unter ihren Füßen erzittern. Der Lärm der heranstürmenden Herde war ohrenbetäubend, wie der von Jets auf einem Flugplatz. Er erfüllte die Luft und schmerzte ihn in den Ohren. Sie kletterten auf die Felsen. Grant sah die gigantischen Beine der ersten Hadrosaurier, die an ihnen vorbeirannten, jeder mit einem Gewicht von 5 Tonnen. Und dann hüllte eine Staubwolke sie ein, die so dicht war, dass sie gar nichts mehr sahen. Er konnte die riesigen Körper und gigantischen Glieder nur erahnen, hörte aber die heiseren, gequälten Schreie der vorbeirasenden Tiere. Ein Hadrosaurier schlug beim Vorbeilaufen mit dem Schwanz gegen einen Felsen. Warmes Blut spritzte auf. Grant wartete, bis sich der Lärm etwas nach links verzogen hatte und stieß dann die Kinder an, damit sie auf den größten der Bäume kletterten. Die Lichter gingen an, die Computer piepten, die Monitore summten. Gott sei Dank,
Gennaro griff zum Telefon, aber es war tot. Nicht einmal mehr Rauschen. Gar nichts mehr. Was ist jetzt los? Nach einer Totalabschaltung müssen alle Systemmodule manuell aktiviert werden. Eine Totalabschaltung ist ja eigentlich gar nicht eingeplant. Wenn man es trotzdem tut, nimmt das System an, dass es irgendwo ein Problem gibt und verlangt, dass man alles manuell wieder aktiviert. Mein Gott, sehen Sie sich das an. Gennaro zeigte auf einen der Videomonitore. Arnold starrte die Karte an, auf der sich ein dichter Haufen Punkte am Ufer der Lagune gemeinsam in Bewegung gesetzt hatte. Sie bewegten sich sehr schnell. Was ist los? Die Entenschnäbler. Sie sind durchgegangen. Arnold stellte die Kamera neu ein, während die Herde davonstürmte. Der Staub legte sich langsam. Er sah, dass die Hadrosaurier sich verteilt hatten und dass der Tyrannosaurier aufgehört hatte zu laufen. Das konnte nur bedeuten, dass er bereits getötet hatte. Der Tyrannosaurier war jetzt in der Nähe der Lagune. Wir schicken besser Muldoon da raus, damit er nachsieht, wie schlimm es ist. Ich hole ihn. Ein schwaches, knisterndes Geräusch wie vom Kaminfeuer. Etwas Warmes kitzelte Grant am Knöchel. Er öffnete die Augen und sah einen riesigen, beigefarbenen Kopf. Der Kopf lief in einer flachen, wie ein Entenschnabel geformten Schnauze aus. Die Augen, die über dem Entenschnabel hervortraten, blickten zutraulich und sanft wie die einer Kuh. Der Entenschnabel öffnete sich und riss Zweige vom Ast ab, auf dem Grant saß. Er sah große, flache Zähne in dem Maul. Die warmen Lippen berührten beim Kauen Grants Knöchel. Grant hörte ein beharrliches Piepsen und der große Kopf senkte sich. Grant beugte sich so weit vor, dass er den kleinen Hadrosaurier zu den Füßen des ausgewachsenen Tieres sehen konnte. Das Baby war dunkelbeige mit schwarzen Punkten. Das Muttertier beugte den Kopf tief hinunter und wartete unbeweglich, während das Baby sich auf die Hinterbeine stellte, die Vorderläufe gegen die Schnauze der Mutter stützte und die Zweige fraß, die aus dem Maul hervorstanden. Die Kinder öffneten die Augen. Hey, was ist denn das? Der Hadrosaurier trompetete erschreckt. Ein lauter, hallender Ton, der Lex so überraschte, dass sie beinahe vom Baum gefallen wäre. Mach ihn nicht wütend. Ist er blöd? Nein, du hast ihn nur überrascht. Und was ist? Lässt er uns jetzt vielleicht runter oder was? Grant und die Kinder erreichten den Boden. Lex schüttelte sich. Die Geschwister waren von einer feinen Staubschicht befleckt. Grant sah auf die Uhr. Wir machen uns besser auf den Weg, Kinder. Ich nicht. Ich gehe keinen Schritt mehr. Wir müssen aber. Warum? Weil wir ihnen das mit dem Schiff sagen müssen. Und da sie uns anscheinend auf den Bewegungsmeldern nicht sehen können, müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Es geht nicht anders. Warum können wir nicht das Floß nehmen? Welches Floß? Tim zeigte zu dem niederen Wirtschaftsgebäude, in dem sie die Nacht verbracht hatten. Es lag 20 Meter entfernt auf der anderen Seite der Wiese. Grant erkannte sofort die Vorteile. Es war inzwischen 7 Uhr morgens. Sie hatten noch mindestens 10 Kilometer Weg vor sich. Mit einem Floß auf dem Fluss würden sie vielleicht schneller vorankommen. Okay, das machen wir. Grant fand einen Metallkoffer, öffnete ihn und fand darin eine Luftpistole und einen Leinengürtel mit 6 Pfeilen, jeder so dick wie ein Finger. Moro 709 stand auf den Pfeilen. Grant hängte sich den Gürtel um die Schulter und steckte die Pistole in die Hose. Ist es eine Betäubungspistole? Das nehme ich an. Was ist denn mit dem Boot? Grant studierte noch eine Karte der Insel, die er fand, um sich zu orientieren, wo genau sie durch den Fluss hinkamen, um zurück zu den anderen zu kommen. Sie verließen das Wirtschaftsgebäude und gingen die Straße hinunter. Grant trug Paddel auf der Schulter, die er ebenfalls mitnahm. Zu beiden Seiten der Straße erhoben sich Erdwälle. Sie hörten ein gleichmäßiges Schnauben, das immer lauter wurde, und ein Summen, je weiter sie kamen. Und als sie das kleine Betondock erreichten, erstarrte Grant vor Schreck. Denn genau vor ihnen war der Tyrannosaurier. Er saß aufrecht im Schatten eines Baumes, die Hinterläufe vor sich ausgestreckt. Seine Augen waren offen, aber er bewegte sich nicht.
Nur der Kopf hob und senkte sich sanft. Das Summen kam von den Fliegen, die ihm umschwirrten. Sie krabbelten über sein Gesicht, das offene Maul, die blutigen Reißzähne und den roten Schenkel eines getöteten Hadrosauriers, der hinter ihm lag. Grant brauchte eine Weile, bis er bemerkte, dass der Tyrannosaurus schlief. Er schlief im Sitzen. Mit einer Handbewegung befahl er Tim und Lex, sich nicht zu rühren. Dann ging er langsam auf das Dock zu, immer in Sichtweite des Dinosauriers. Aber das große Tier schlief weiter und schnarchte leise. Es hob einen Vorderlauf, um sich die summenden Fliegen von der Schnauze zu wischen, aber sonst rührte er sich nicht. Grant sah das Floß, zerrte das Gummifloß über das Dock und mit einem lauten Platschen fiel es ins Wasser. Das Geräusch klang in Grants Ohren schrecklich laut. Er drehte sich um und sah zu dem Dinosaurier hinüber. Doch dieser grunzte nur und schnaubte. Er begann sich zu bewegen. Grant wollte schon davonlaufen, aber das Tier veränderte nur seine Stellung, ließ dann seinen massigen Körper wieder gegen den Baumstamm sinken und rülpste laut. Lex setzte eine angewiderte Miene auf und wedelte mit der Hand vor dem Gesicht. Grant war schweißnass vor Anspannung. Er band das Floß am Dock fest und holte dann zwei Schwimmwesten aus der Hütte, die direkt am Dock stand. Grant winkte die Kinder zu sich. Er ließ zuerst Lex, dann Tim einsteigen und befahl beiden, die Schwimmwesten anzuziehen. Schließlich stieg auch er ein und stieß das Floß ab. Es trieb leise in die Lagune hinaus. Grant nahm die Paddel und steckte sie in die Dollen. Das Dock blieb immer weiter zurück. Lex lehnte sich zurück und seufzte laut und erleichtert. Doch plötzlich sah sie sehr betroffen aus und hielt sich die Hand vor den Mund. Ihr Körper bebte, ein gedämpftes Geräusch war zu hören. Sie unterdrückte einen Husten. Nein, Lex, bitte nicht jetzt! Lex hustete laut und explosiv. Für Tims Ohren hallte das Geräusch über das Wasser wie Kanonendonner. Ich konnte nichts dagegen machen! Grant ruderte schnell und brachte das Floß mit kräftigen Schlägen in die Mitte der Lagune. Der Tyrannosaurier rappelte sich hoch. Grant ruderte so schnell er konnte. Der Dinosaurier sprang vom Dock ins Wasser mit kräftigen Bewegungen und folgte ihm in die Lagune. Haltet euch irgendwo fest! Grant beobachtete, wie der Tyrannosaurus schwamm. Er war bis zur Brust im Wasser, hielt aber den Kopf hoch. Augenblicke später ragten nur noch der obere Teil des Kopfes Augen und Nüstern aus dem Wasser. So sah er aus wie ein Krokodil und er schwamm auch wie ein Krokodil, mit schlenkernden Bewegungen seines Schwanzes, die das Wasser hinter ihm aufrührten. Der Tyrannosaurus warf den Kopf zurück und riss das zahnbewehrte Maul weit auf, schnappte mit einem muskulösen Vorschnellen nach dem Floß und verfehlte den Gummiwulst nur knapp. Haltet euch fest! Der Tyrannosaurier rammte mit dem Kopf das Boot. Durch den Schwung erhob sich das Boot in die Luft, wirbelte herum und klatschte wieder ins Wasser. Tut was! Tut doch was! Grant zog die Pistole aus dem Gürtel. Der Tyrannosaurier tauchte neben dem Boot auf, öffnete den Rachen und brüllte. Grant zielte und schoss. Der Pfeil blitzte im Sonnenlicht auf und traf den Saurier in die Wange. Er schüttelte den Kopf und brüllte noch einmal. Plötzlich hörten sie ein antwortendes Brüllen, das über das Wasser auf sie zugeweht kam. Grant drehte sich um und sah am Ufer den jungen T-Rex, der sich eben über den getöteten Sauropoden beugte, wie über eine Beute. Der Halbwüchsige versetzte dem Kadaver einen Hieb, hob dann den Kopf und brüllte. Auch der große Tyrannosaurier sah es und er reagierte sofort. Er drehte sich um und schwamm mit kräftigen Zügen aufs Ufer zu, um seine Beute zu verteidigen. Er verschwindet. Erschöpft vom raschen Rudern ließ Grant sich zurückfallen. Er bekam keine Luft mehr und lag keuchend im Boot. Sie rudern ja nicht mehr. Lex, ich bin müde. Ich kann nicht mehr. Warum bewegen wir uns denn noch? Grant setzte sich auf. Es stimmte. Das Floß trieb beständig nach Norden. Er sah auf die Uhr und stellte erstaunt fest, dass es erst 7:15 war. Nur 15 Minuten waren vergangen, seit er das letzte Mal auf die Uhr geguckt hatte. Ihm war es vorgekommen wie 2 Stunden. Grant lehnte sich an den Gummiwulst, schloss die Augen und schlief ein.